Als ich letztes Jahr für euch in den USA unterwegs war, um E-Autos zu testen, die wir hier in Europa noch nicht auf dem Markt haben, hätte ich nicht gedacht, dass ein halbes Jahr später der Ford Mustang Mach-E das amerikanischste Fahrzeug ist, was ich je gefahren bin und das dann eben hier in Deutschland vor meiner Haustür stand. Zugegebenermaßen, ich bin in den USA damals auch die GT-Variante mit Performance-Upgrade sogar schon gefahren. Jetzt konnten wir das Fahrzeug aber 2 Wochen für euch testen, um es hier im Alltagstest euch zu zeigen. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum Alltagstest des Ford Mustang Mach-E mit dem großen Akku in der Allrad-Variante, der jetzt hier relativ sportlich und schick neben uns in so einem grauen Ton steht. Aktuell sind irgendwie alle Testfahrzeuge in Grau, wir hatten letztens ein Video zu Lichttechniken, da war der auch dabei. Und da waren nur graue oder schwarze Autos da, wird Zeit, dass mal wieder ein bisschen Farbe ins Spiel kommt. Wir schauen uns heute den Ford Mustang Mach-E an. Im Exterieur, im Interieur, wir nehmen ihn mit auf die Autobahn. Wir zeigen euch das Infotainment, die App. Wir reden über Preise, über Ladeleistung und natürlich reden wir auch allgemein darüber, ob der sich lohnt und wieso der so amerikanisch ist. Hier ist bei Jonas gewohnt seid, schauen wir uns das Fahrzeug aber erst einmal im klassischen Roundup an. Und dabei steht der Mustang wirklich gut da. Er erinnert natürlich an die Verbrenner Mustangs. Das soll natürlich so sein. Einzig die etwas flacheren Scheinwerfer und der sichtbar fehlende tatsächliche Grill, der ersetzt wurde durch eine große Fläche in Wagenfarbe mit Akzenten in Schwarz, weist auf die elektrische Form hin und natürlich die Höhe. Optional können sich im unteren Bereich Luftsteuerungsklappen öffnen, sodass der Motor weiterhin gekühlt werden kann. Mir persönlich gefällt die Front sehr gut. Er ist schön flach gezeichnet, auch wenn er nicht ganz so weit abfällt, wie es beispielsweise ein Tesla Model Y macht. Hat er schon eine deutlich luftschlüpfrigere Form. Einzig die Spiegel gefallen mir überhaupt nicht, diese sind einfach deutlich zu globig und weisen einfach auf die amerikanische Herkunft hin. Da gibt es aktuell deutlich angenehmere. Die Seitenlinie ist dann wieder klassisch SUV. Die Türen an sich sind ja schon abgespaced genug. Das heißt, man muss hier einmal drücken, dann fährt die raus. Man kann da nicht mehr entgegendrücken. Das ist ein Sicherheitsfaktor, sodass man hier einfach die Finger reintun kann. Und dann kann man die rausziehen und wieder schließen. Es gibt nur diese Finne an der vorderen Seite. Auf die hintere gehen wir gleich noch ein. Dann haben wir hier Tastenfelder. Das heißt, wenn das Fahrzeug geschlossen ist, ich klicke einfach mal auf den Schlüssel, dann kann man hier jederzeit tippen und kann dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eingeben. Und dann öffnet sich das. Das hat den Hintergrund so ein Stück weit für Paketzusteller zum Beispiel. Dann können die das Fahrzeug öffnen, können das hinten reinwerfen. Das schließt sich dann nach einer Zeit. Außerdem gibt es noch einen digitalen Schlüssel innerhalb der Ford-App. Auf die gehen wir aber nachher nochmal ein. Sophie an der Stelle schon mal gesagt, ihr braucht den Schlüssel nicht mehr. Ihr könnt einfach zum Fahrzeug gehen, öffnen, reinsteigen, wieder schließen und losfahren. Das alles nur innerhalb der App. Könnt dann optional auch noch einen PIN innen einstellen, sodass eben niemand euch einfach nur das Handy klaut und losfährt. Auf die App, wie gesagt, gehen wir später im Video nochmal ein. Das war die vordere Tür. Die hintere Tür, die schauen wir uns jetzt noch an, die hat auch nur einen Knopf und die fährt dann so auf, dass man hier immer reingreifen muss. Das ist genauso gesichert, das heißt, da muss man also keine Angst haben, dass die Kinder sich hier die Finger einklemmen oder ähnliches. Man zieht auf und hier fährt dann eben der entsprechende Stempel wieder weg. Das heißt, zumachen, aufmachen, der Stempel ist noch da, ich ziehe es weg und der Stempel im Inneren fährt weg. Das ist relativ clever gemacht, aber zugegebenermaßen größtenteils dann auch doch nur eine Spielerei. Denn auch wenn das Ganze natürlich Aerodynamik bringt, so ist die Aerodynamik gerade bei solchen Fahrzeugen nicht so das Unermessliche. Die Form an sich ist natürlich extrem wichtig für den Verbrauch und so weiter. Ob man dann hier aber im Endeffekt Türgriffe hat oder nicht, ja, das ist nicht mehr so viel, was da dann irgendwo noch in die Waagschale geschmissen werden kann. Ich finde es dennoch immer cool, wenn eben sowas hier ja elektrisch gelöst wird und eben nicht mechanisch irgendwo noch ein klassischer Türgriff sein muss. Das ist cool gemacht und gefällt mir an der äußeren Stelle.
Von den Türen an der Seite hin zum Heck. Dieses fällt relativ kantig ab, auch wenn es versucht wurde, durch schwarze Elemente zu kaschieren. Die Heckleuchten sehen aus wie beim klassischen Mustang und auch das Pferd erinnert natürlich an die Herkunft. Mir persönlich gefällt das Heck nicht so gut. Das liegt auch unter anderem am Heckscheibenwischer. Auch wenn dieser natürlich praktikabel ist, wirkt es immer ein bisschen seltsam an der Coupé-Form. Und hier diese schwarz gezeichneten Elemente würden deutlich besser rüberkommen mit Glas-Panoramadach, da sie so das Dach irgendwie nur grau einschuhen. Den Kofferraum müssen wir dann hier beim Testwagen manuell öffnen. Ist auch mal was Neues, aber keine Angst, es gibt das Ganze auch elektrisch. Ich konnte letztens an der Ladesäule mit jemandem sprechen, der das Fahrzeug genau in der Ausstellung selber fährt und der dann hier oben eben den Knopf zum elektrischen Öffnen und Schließen. Interessant ist auch, dass er mir erzählt hatte, dass hier diese Hutablage eher Lavede ist und er hier oben mittlerweile schon einen Gummi ran gemacht hat, weil die oft runterfällt und anscheinend ist das auch so eine Ford Mustang Mach-E-Sache. Da kann man in verschiedenen Foren nachlesen. Mein Problem mit der Hutablage ist aber, dass wenn man das schließt, die sehr tief eintaucht und sobald man hier die normale Höhe einmal beladen hat, dann stößt sie an, hebelt sich aus und liegt dann irgendwie schräg drin. Also ich musste jetzt in der Testphase echt des Öfteren nochmal den Kofferraum öffnen, um den nachzuziehen. Ja, ich habe ein Problem mit Hutabladen, Rollos und so weiter. Das zieht sich hier durch den Kanal. Ich mag das einfach nicht, wenn die nicht gut durchdacht sind, weil das muss einfach praktikabel sein, denn das ist ja immerhin ein Kofferraum. Wir haben dann aber hier genügend Verstaumöglichkeiten. Den Ladeboden, den man auch nach unten setzen kann, das bietet dann echt viel Platz. Wir haben hier eine schöne, clevere 12-Volt-Steckdose und eben gute Verstaumöglichkeiten. Die hintere Sitzbank lässt sich dann auch im Verhältnis 40:60 teilen. Und wir haben natürlich, das gehört sich für ein gutes E-Auto, einen Frunk. Um in den Frunk zu gelangen, muss man dann nochmal die Fahrertür öffnen, hier unten zweimal ziehen, denn der entsperrt dann oder entriegelt komplett. Das heißt, ich kann jetzt hier vorgehen und muss dann nur hier einmal anheben. Das heißt, ich muss keine Entsperrvorrichtung oder ähnliches hier nochmal betätigen. Nein, das ist dann komplett offen schon. Und dann haben wir echt einen vernünftig großen Frunk. Der ist an der Stelle leider ein bisschen unterteilt. Das heißt, man bekommt hier keinen Koffer oder eine große Tasche rein. Man kann sich hier dann so seine Sektionen zurechtlegen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier das Ladekabel von Ford dann entsprechend drin, sodass es eben hier verstaut ist. Ihr könnt da schon viel reinpacken. Ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn der offen gestaltet ist, also ohne diese Abtrennung hier in der Mitte. Es gab da mal Gerüchte, dass das sein muss, weil die anfänglich so ein, zwei Sachen vergessen haben, sodass dann trotzdem, ja, hier hätte theoretisch ein Kind reinkommen können und man den dann von innen nicht mehr entsperren konnte. Mittlerweile hat man aber hier einen Knopf, der das Ganze entsperrt, sodass man auch von innen wieder raus kann. Aber ich sag mal so, dieses Gitter hier verhindert auf jeden Fall, dass da jemand rein kann. Man hat hier genügend Platz, alles hineinzubekommen. Man könnte einen Energy Kick reinpacken und dann hier schön sortiert die einzelnen Adapter für die Lademöglichkeiten hineinpacken. Das ist ja von uns einfach eine mobile Lademöglichkeit, wo man unterwegs dann mit Handy und so weiter entspannt laden kann. Wir schließen das Ganze jetzt hier mal so. Das muss man eigentlich ziemlich kräftig machen. Ihr seht schon, das ist jetzt nicht zu. Dann kann man hier einmal drauf drücken, dann ist der zu, alles verstaut. Und ich finde es immer wichtig, dass das Ladekabel und eben so eine mobile Ladeeinheit wie der Energy Kick hier vorne drin verstaut sind, weil dann kann man sämtliches Gepäck hinten reinpacken. Und egal wie schmutzig das hier ist, man stört sich, wenn man gerade unterwegs ist mit vielen Sachen, nicht hinten drin die dreckigen Sachen dann noch damit reinzuwerfen. Bevor wir jetzt aber einsteigen und losfahren, müssen wir noch kurz über den Preis reden. Und da steht das Fahrzeug hinter uns mit fast 70.000 Euro schon relativ teuer da. Ich habe mal bei unserem Kanalpartner InstaDrive nachgeschaut und die haben das Fahrzeug aktuell sogar mit 2 Monate Lieferzeit verfügbar. 2 Monate bei einem E-Auto, wo hat man das aktuell überhaupt noch? Ja, bei InstaDrive, da könnt ihr mit dem Code Jonas oder Hashtag Jonas, wenn ihr das beim Bestellen eingibt, sogar noch 5.000 Kilometer on top bekommen. Und ich habe mal nachgeschaut und zwar habt ihr, wenn ihr hier einmal auf die Seite geht und dann eben entsprechend das Ganze sucht, hier einmal das eingebt, dann das Fahrzeug raussucht, 5.000 Euro Anzahlung wollt und eben diese 2 Monate Lieferzeit, dann könnt ihr das Ganze mal durchrechnen und kommt auf 862 Euro im Monat für die Allrad-Variante und eben große Batterie inklusive aller Kosten, Service, Wartung, ihr habt da 8-fach Bereifung dabei. Also echt alles eigentlich drin. Für 800 Euro finde ich einen guten Preis auf 3 Jahre mit jeweils 15.000 Kilometer, also relativ potent und eben nochmal 5.000 Kilometer on top. Und wenn ihr die Grundausstattung vom Ford Mustang Mach-E wollt, dann hat er aktuell dort bei InstaDrive 8 Monate Lieferzeit und liegt dann bei 650 Euro. So, jetzt wisst ihr über die Preise Bescheid und wir steigen mal ein und fahren rund.
Und gerade diese anfängliche Aussage mit dem amerikanischsten Fahrzeug trifft gerade im Fahrverhalten so sehr auf den Mustang zu, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nicht nur die Sitze und so weiter, was wir schon besprochen haben, nein, auch das Fahrverhalten. Ich habe gerade One-Pedal-Driving aktiviert. Das heißt, das Fahrzeug sollte eigentlich bremsen, sobald ich vom Gas gehe. Und wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann rollt er erst einmal kurz nach, bevor dann die Rekuperation reinkommt. Und genauso ist es andersrum. Wenn ich aufs Gas trete, hat er so eine kurze Gedenksekunde. Wenn ich runtergehe, dauert das auch wieder kurz. Und das ist so seltsam zum Fahren, wenn man von einem anderen E-Auto kommt. Kevin meinte vorhin auch schon, es kann natürlich auch sein, dass sie so dieses Mustang-Feeling von den alten 8-Zylinder-Motoren hier reinbringen wollen, die auch noch so kurz nachlaufen und auch eine Gedenksekunde brauchen, bis sie anspringen. Dennoch ist es mega untypisch, dass das Auto trotz One-Pedal-Driving einmal kurz nachrollt. Eine Sache, die auch seltsam ist, ist, dass wir hier in dem Testfahrzeug es nicht hinbekommen haben, diese Fahr-Sounds zu aktivieren. Die sollten eigentlich nach den drei Fahrmodes, also von, wenn ich hier einmal drauf gehe, dann eben entsprechend zahm, aktiv und temperamentvoll, entsprechend lauter oder leiser sein. Machen sie nicht, finde ich komisch an der Stelle, dass das eben nicht funktioniert. Ich weiß, wir hatten damals bei Rock den Ring schon mal einen Mustang kurz im Test. Da hat es funktioniert und auch in den USA in den Modellen ging das. Hier haben wir es echt nicht zum Laufen bekommen und egal, was ich hier eingeschaltet habe, es hat sich einfach nichts geändert. Das muss an der Stelle auch gesagt sein. Aber dieses Nachrollen, auch jetzt hier gerade in der Ortschaft, das macht echt nochmal einen Unterschied, weil das einfach nicht sofort dieses Bremsen ist. Ich denke, dass es für einen Mitfahrer, also für einen Beifahrer oder Passagiere im Fond angenehmer ist, da man eben nicht dieses sofort Gas und Bremse hat, was man ja sonst im One-Pedal-Driving hat. Das heißt, es kann schon sein, dass es ein angenehmeres Fahren ist. Es ist aber einfach extrem komisch, wenn man das einfach von anderen Fahrzeugen gewohnt ist und wenn es einfach auch als Ein-Pedal-Modus hinterlegt ist. Insgesamt kann man dann auch noch sagen, ich habe ja gerade diese drei verschiedenen Fahrmodes genannt, dass man spürt, wie das Fahrzeug bei temperamentvoll auch wirklich temperamentvoll ist. Denn der hat da einfach so ein Kicken so kurz. Also wenn man so leicht rollt und dann drauf drückt, dann hat man so das Gefühl, dass die Übersetzung nicht ganz stimmt und er dann so ein bisschen nach vorn stolpert. Das hat man nicht aus dem Stand heraus, sondern das ist einfach unteren Bereichen, wenn man da hinrollt. Und das muss an der Stelle gesagt sein, da kickt er einfach so ein bisschen seltsam nach. Insgesamt ist das aber alles vertretbar und für mich auch vollkommen okay. Ich wollte es euch hier einfach nur gesagt haben, dass ihr Bescheid wisst, wie das eben an dieser Stelle hier zu betrachten ist, beziehungsweise wie das vom Fahrverhalten sich auswirkt. Landstraße hin zur Autobahn kümmern wir uns jetzt noch um die Tauglichkeit auf Langstrecke. Ich persönlich fand das Fahrwerk relativ schwammig, gerade in Kurvenlagen ist er mir dabei auch zu sehr ausgebrochen. Auch wenn man meinen könnte, dass das Fahrzeug straff auf der Straße liegt, so ist das dann leider auch auf der Autobahn nicht der Fall. Die Assistenzsysteme, die einem im vorderen kleinen Display angezeigt werden, sind okay. Der Abstandstempomat war zuverlässig und in Ordnung. Einzig mit der Spurhaltung hatte ich so meine Probleme, denn diese erinnert zugegebenermaßen mehr an einen Spurhalteassistent als an einen aktiven Spurhalte, der quasi die Spur auch tatsächlich führt. Denn egal was man eingestellt hat, das Fahrzeug ist zum einen sehr stark von der rechten an die linke Linie gependelt und das war in Summe mir persönlich zu viel dafür, dass wir hier das größte Assistenzsystem verbaut hatten. Da ist auf jeden Fall Nachbesserungspotenzial in der Spurführung und Haltung. Ich hoffe, dass sich das vielleicht über ein Update lösen lässt. Ansonsten muss man hier, wenn einem das wichtig ist und man viel auf Langstrecke unterwegs ist, meiner Meinung nach fast auf ein Facelift warten, um da die Hoffnung zu haben, dass es eben besser wird. Jetzt aber zu den Verbrauchswerten, denn ihr wollt wissen, wann muss ich wieder an die Ladesäule und wie lang komme ich im Alltag eigentlich mit dem Auto. Auf Überlandfahrten und im Stadtalltag sind Verbrauchswerte von 18 bis 21 Kilowattstunden realistisch. Das ist so die Range, die ich ungefähr herausfinden konnte. Da kommt man dann im Alltag um die 300 bis 350 Kilometer. Das ist okay und für mich auch ein vernünftiger Wert. Auf der Autobahn kann es auch schnell mal in Richtung 50 Kilowattstunden gehen, wenn man dem Fahrzeug komplett die Sporen gibt und man die Höchstgeschwindigkeit ausreizt. Wenn man so mit 130, 140 dahin fährt, dann ist man im Bereich 25 bis 30 Kilowattstunden. Und dann müssen wir das Auto natürlich auch noch laden. Dazu nehmen wir die Elva-App und zoomen einmal rein. Wo sind wir gerade? So hier reinzoomen in Friedberg an der
Fastnetzsäule, schön überdacht, weil es wird hier wahrscheinlich gleich anfangen zu regnen und wir wollen euch während des Ladens auch noch das Interieur zeigen und nicht im Regen stehen. Dementsprechend suche ich mir jetzt den Ladepunkt raus, das ist die 302, einmal hier draufklicken, Ladevorgang entsperren, das geht ganz schnell und ich kann hier schon den Stecker nehmen. Und das ist schon echt genial an der Elva App, ich kann das nur betonen, wie schnell das einfach funktioniert und gerade wenn man mal unterwegs ist und schnell laden möchte, dann funktioniert das einfach zuverlässig. So, jetzt einmal hier reinstecken. Und dann geht das los. Ich kann im Übrigen auch so, das zeige ich euch jetzt hier auch nochmal direkt in der App, das Ganze hier jetzt sehen. Denn Elva arbeitet mit den verschiedenen Ladeanbietern zusammen. Das heißt, ich sehe jetzt hier den aktuellen Prozentsatz. Das dauert jetzt ganz kurz. Und dann sehe ich sogar die geladenen Kilowattstunden. So, das Auto verbindet sich erst noch. Wir haben dann im Übrigen hier unten auch noch eine schöne Darstellung, wo man schon so grob sieht, wie viel man im Akku hat. Und in der App sehe ich jetzt 15%. Das ist gut zu wissen, denn wir wollen euch zeigen von 15% auf 80%, wie lange das eben dauert. Also wie lange müsst ihr hier jetzt verweilen mit eurem Ford Mustang Mach-E, wenn ihr eben auf der Langstrecke unterwegs seid. Und das machen wir jetzt. Während das Fahrzeug jetzt lädt, schauen wir uns den Innenraum an. Und natürlich dominiert dieses riesige Display hier, was zugegebenermaßen schmal, aber sehr hoch daherkommt. Es ist ja wirklich der komplette Innenraum, einfach nur dieses Display. Wir haben dann aber vorne trotzdem zusätzlich noch ein kleines Fahrerinfo-Display und ein ganz gutes Raumgefühl, auch wenn wir hier in der Ausstattungsvariante nicht das optionale Glas-Panoramadach haben. Was ich ja immer ganz cool finde, nicht nur, weil wir Saugnäpfe befestigen können, um für euch das Interieur bei der Fahrt filmen zu können. Nein, es ist auch nochmal ein anderes Raumgefühl. Es ist einfach nochmal so ein bisschen luftig und Leichtigkeit, dass es hier reinbringt. Aber nichtsdestotrotz ist hier auf jeden Fall dieses Exterieur nochmal aufgenommen, denn es gibt viele verschiedene Formen, es gibt viele sportliche Elemente, aber eben auch viele Punkte, die amerikanische Herkunft nicht ganz so verschweigen können. Bleiben wir dabei noch kurz beim Display und dieses wird auch von der Formgebung tendenziell nach unten gezogen. Einige Linien hören kurz davor auf, insgesamt muss man aber sagen, dass es richtig gut dasteht. Dazu zählt auch dieser Volume-Button im unteren Bereich, der durchsichtig ist. Einen Knopf hätte man sich gern sparen können, und zwar den Einschalteknopf, und ich finde auch persönlich die Wippen am Lenkrad ein bisschen günstig verarbeitet. Alles, was die Tür betrifft, ist extra gestaltet. Das heißt, ihr habt hier zum Beispiel einen Türgriff, den ich so noch nirgends gesehen habe. Die Haptik ist dabei aber wirklich in Ordnung und auch die Mischung aus Stoff- und Carbonelementen sowie Kunstleder ist gut gemacht. Wer rote Zierniete mag, der wird hier in diesem Auto auf seine Kosten kommen, denn es sieht alles ziemlich sportlich aus. Der Gangwahlhebel bzw. Schalter dafür ist in der Mitte und genauso wie eine kabellose Lademöglichkeit und zusätzliche Verstaumöglichkeiten, was ich ja immer sehr cool finde, wenn diese Mittelkonsole genutzt wird. Die Sitze sind ziemlich weich, aber schön gemacht. Im hinteren Bereich habt ihr eine durchgängige Ladeeinrichtung im unteren Fußraum, das heißt, da sind keine extra Garagen oder ähnliches und ihr habt noch zwei verschiedene Lademöglichkeiten. Insgesamt ist da wirklich viel geboten und man hat auch vernünftig Platz. Wenn man das Fahrzeug betritt, kommt eine riesige Animation, die sich vom Fahrerinfo-Display hin zum Mitteldisplay durchzieht. Das ist sehr schön und zieht sich auch sehr lang und wird wirklich cool gezeichnet. Manchmal hängt das Ganze aber leider, sodass die Software da einfach nicht komplett mitspielen kann und wenn man dann das Fahrzeug startet, dann beendet man auch diese Animation. Danach hat man dann das große Display. Hier kann man zum einen, wie vorhin besprochen, das Volume ein- und ausschalten und dann entsprechend auch lauter oder leiser drehen. Mir persönlich gefällt es von der Optik sehr gut. Auch die grafischen Animationen dazu sind schön gestaltet. Und ansonsten hat man eine Art Shortcut-Übersicht in dem Bereich darüber, zu dem man durchwechseln kann. Das heißt, ihr habt dann beispielsweise die Verbrauchswerte, Apple CarPlay und so weiter. Alles in diesem Bereich, das kann man dann in einer kurzen Widget-Version sehen. Und wenn man darauf klickt, hat man es im oberen Bereich noch einmal in groß. Ich finde diese UI cool gestaltet, das ist relativ intuitiv, manchmal ein bisschen zu groß, ich bräuchte jetzt nicht den Reifendruck in der Größe des gesamten Displays, aber es ist schön durchdacht und gefällt mir persönlich gut. Wenn man dann im oberen Bereich noch auf die Punkte klickt, bekommt man noch weitere Optionen, die nicht immer angezeigt werden, so kann man zum Beispiel im Stand eine kleine Zeichnung abbilden. Mir persönlich hätte da vielleicht eine YouTube-App oder ähnliches besser gefallen, gut sei es drum, wenn die Kinder da in der Ladepause vorne spielen möchten und das ihnen gefällt, dann ist das okay. Man kann jede App vergrößern und verkleinern, dann fallen die Widgets im unteren Bereich weg und sind nur noch ein kleiner Shortcut. Das ist aber ganz clever gemacht, denn so hat man einfach nochmal mehr Platz und nutzt es tatsächlich. Das Ganze zieht sich dann auch durch, zum Beispiel in Apple CarPlay und das System passt sich komplett an. Das habe ich noch nirgends so gesehen, dass man in einem Auto verschiedene Darstellungsweisen eben von Apples Auto-Integration hat und das fand ich sehr praktisch und cool. So konnte man immer entscheiden, wie man das
gern hätte, ob man dann die Statusleiste im unteren Bereich möchte oder woanders. Die Einstellungen an sich sind dann unter dem Auto hinterlegt. Hier könnt ihr beispielsweise die Fahrmode, die Kameraeinstellung oder ähnliches abrufen. Das ist auch relativ intuitiv, auch wenn man für manche Sachen ziemlich weit nach unten springen muss. Zum Beispiel die Ambientebeleuchtung befindet sich dann am untersten Rand der Einstellungen und hier kann man den Fußraum und einzelne Elemente farblich gestalten. An Einstellungen fehlt es hier auf gar keinen Fall, so sind es mir zum Beispiel fast ein Ticken zu viel, denn viele Sachen sind in Untermenüs versteckt und man muss sich wirklich weit durchklicken, um die letzten Einstellungen zu finden. Wie immer sei an der Stelle aber gesagt, wenn man sich das Fahrzeug kauft und sich damit ein Stück auseinandersetzt, dann hat man auf jeden Fall auch einen guten Eindruck davon und man kommt dann auch im Alltag damit klar. Das muss man auf jeden Fall sagen und wenn wir hier nach 2 Wochen Testphase so ein Statement raushauen können, dann könnt ihr das auf jeden Fall, wenn ihr euch für das Fahrzeug interessiert und es nach einer gewissen Zeit kaufen wollt. Mir persönlich wichtig ist, wie vorhin erwähnt, hier die One-Pedal-Driving-Stellung. Dies ist direkt in den Einstellungen hinterlegt und ihr habt im unteren Bereich dieses riesigen Displays dann noch die Klimatisierungseinstellung. Da gibt es kein Untermenü oder ähnliches. Alles, was hier gezeigt wird, ist die Klimatisierung und dann hört es auf. Ich finde es cool, dass ähnlich wie bei Tesla eine automatische Sitzheizungsfunktion hinterlegt ist, sodass das Fahrzeug einfach selbst entscheidet, wann ihr einen warmen Hintern braucht und wann nicht. Das ist immer ganz hilfreich, gerade wenn es darum geht, das Ganze wieder auszuschalten, denn manchmal vergisst man, dass man sie aktiviert hatte und dann ist die Automatik ganz cool. Kommen wir jetzt aber zur Routenplanung. Wenn ich hier von Augsburg nach Berlin fahren möchte, dann kommt die Routenplanung so ein bisschen an ihre Grenzen. Denn, und das muss man an der Stelle einfach zeigen, es wird zwar angezeigt, dass man einen Routenalarm bekommt, welchen man dann als Hinweis angezeigt bekommt, um eben ja die Ladestation einzuplanen. Wenn ich dann aber hier schon Münchberg Süd Supercharger lese, dann bin ich ein bisschen irritiert. Denn Supercharger steht natürlich für Tesla und da muss man dann schon wissen, dass in Münchberg Süd auch Allego-Säulen sind, an denen man auch hier mit dem Ford Mustang laden kann. Denn nein, zum Zeitpunkt des jetzigen Videos konnte man noch nicht mit Fremdmarken bei Tesla laden. Insgesamt ist das Ganze relativ rudimentär und ich finde es nicht zu gut durchdacht. Da sollte man lieber auf A Better Route Planner oder andere Planungstools zurückgreifen, denn die Routen aktualisieren sich dann auch nicht zu sehr während des Verlaufes. Ich finde es aber cool, dass wenn man an einer Ladesäule steht, man dann zum Beispiel die Information bekommt, sofern diese Ladesäule hinterlegt ist, wie viel man dann hier über Ford zum Beispiel zahlt. Wir nutzen die Zeit an der Ladesäule aber zusätzlich auch noch, um die App einmal anzusehen, denn es ist mir immer wichtiger, euch auch die Smartphone-Anbindung zu zeigen. Bei mir dann natürlich an der Stelle einfach die iPhone-App und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Die wesentlichen Funktionen sind da auf jeden Fall hinterlegt und es geht sogar einen Ticken weiter. Zum Beispiel wird man oft gefragt, ob man gerade fährt, vor allem wenn die App über Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden ist und sie ist ziemlich responsive, das heißt Fahrzeug öffnen, Fahrzeug schließen, funktioniert alles sehr zuverlässig und schnell. Über den Start-Button, was mich erst sehr irritiert hat, kann man das Fahrzeug sozusagen anschalten und es startet dann auch die Klimatisierung ad hoc. Das ist natürlich wichtig zu wissen, wenn ihr das Fahrzeug zum Beispiel kurz nur vortemperieren wollt. Ansonsten ist das nämlich ziemlich in den Einstellungen versteckt. Schauen wir uns aber gleich an. Was gibt es ansonsten noch? Ihr könnt den aktuellen Ladestand ansehen, um zu sehen, wie lang das Fahrzeug eben noch lädt und wo ihr euch befindet. Und dann gibt es in der Fahrzeugkategorie noch den aktuellen Status. Ihr könnt euch eben hier auch nochmal den Ladestand anzeigen, weil der Homescreen einfach nur als Art Übersicht fungiert. Es gibt dann auch noch ein paar mehr Details. Ich fand es aber auch hier ähnlich wie schon bei den Einstellungen im Fahrzeug, ziemlich tief geschachtelt und nicht sehr intuitiv. Zum Beispiel bekommt man hier die vergangenen Routen noch einmal in einer Unterkategorie. Wenn ihr dann das Fahrzeug vortemperieren wollt, dann müsst ihr wieder in die Ladeeinstellungen und hier Abfahrtszeiten hinterlegen. Und dann kann man einstellen, ob das Starten der Abfahrtszeit auch zulässig ist, wenn das Fahrzeug eben nicht lädt. Und das ist der Trick zu hinterlegen, dass das Fahrzeug vortemperiert. Hier kann man dann keine Temperatur einstellen, sondern das wird standardmäßig eingestellt, aber man kann zumindest eine Uhrzeit hinterlegen, um zum Beispiel nach der Arbeit oder ähnliches wieder in ein vorklimatisiert oder vorgeheiztes Fahrzeug einzusteigen. Ziemlich exakt 39 Minuten später stehen wir jetzt wieder bei 80%. Wir sind ja bei 15 gestartet und da reiht sich der Ford Mustang Mach-E hier mit dem großen Akku ein. Beispielsweise auch bei einem Volvo C40 mit dem großen Akku oder auch bei der aktuellen Software-Variante vom VW ID.5 beziehungsweise in der GTX-Variante war er so bei ungefähr 36 Minuten. Aber ganz ehrlich, alles, was so fast an die 40 Minuten ankratzt, das ist schon eine Hausnummer. Und ich weiß nicht, ob es das im Jahr 2022 noch sein muss. Schreibt ihr das gerne mal in die Kommentare.
Kommentare. Wir sehen ja immer mehr, dass gerade bei der Größe an Fahrzeugen, also diese ja, Midsize-SUVs, die Ladezeiten um die 40 Minuten liegen. Ist euch das genug? Wollt ihr weniger haben? Wir sehen ja auch zum Beispiel bei dem Hyundai Ioniq 5, dass der das in 20 Minuten schafft. Oder ein Kia EV6 oder dass ein Tesla Model 3 teilweise auch so um die 20 Minuten liegt. Model Y zugegebenermaßen wieder ein Stück höher. Das schwankt schon aktuell ziemlich. Mir persönlich sind knapp 40 Minuten auf jeden Fall zu viel. Das wäre mir deutlich zu hoch und ich würde dann die Ladepausen anders strukturieren. Und zwar würde ich immer ja auch so in dem Bereich von 10-15% hier an die Ladesäule fahren. Dann aber entsprechend nicht bis 80% laden, denn aufs Ende hin lädt der einfach langsamer. Das liegt an der Zellchemie im Akku. Ich würde dann so bei ungefähr 60% schon abbrechen, würde weiterfahren und lieber mehrere kurze Ladestops einlegen. Das ist so meine Empfehlung für euch, wenn ihr euch für den Mustang Mach-E interessiert. Das amerikanischste Fahrzeug, was ich je auf dem Kanal hier getestet habe und das, obwohl wir euch den Rivian R1T gezeigt haben, ein amerikanisches riesiges Pickup. Ja, trotzdem würde ich diese Aussage immer noch so sehen und ich hoffe, ich konnte euch das hier im Video auch zeigen, woran das liegt. Nicht nur die Verarbeitung, nein, auch Sachen wie die Sitzkomfort-Thematik, dass das Fahrzeug, obwohl es einen Allradantrieb hat, extrem hecklastig ist oder auch so ein paar kleine Spielereien. Dennoch ist es auch ein Stück weit Mustang und das ist nicht nur wegen dem Design so, nein, es ist auch irgendwie so ein bisschen dieses Mustang-Feeling, was er rüberbringt, auch die Fahrweise, in dem, wie er eben auf der Straße liegt. Mein persönlicher Favorit ist es nicht. Ich weiß aber, dass viele von euch das Fahrzeug mögen. Wir sehen auch echt extrem viele davon draußen rumfahren. Und das ist ein cooles Zeichen, denn es zeigt, wie viele verschiedene Fahrzeuge es einfach aktuell im Bereich der E-Mobilität von gleichen Konzepten gibt. Das heißt, egal, ob ihr jetzt einen Model Y, einen ID4 zum Beispiel, ID5, die Q4-Modelle oder eben auch ein, ja, dann ein Skoda Enyaq fahrt, es gibt so viele Midsize-Elektro-SUVs aktuell und eben auch den Mustang Mach-E, wo sich jeder einen aussucht. Kann, der eben so ein Fahrzeug möchte. Von mir war es das zu diesem Video. Ich bin gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Ist der hochgebockte Mustang euer Fahrzeug der Wahl? Ja, lasst mich das wissen. Ich bin gespannt auf euer Feedback und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr da auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin. Ciao.